Ist offen. Hi. Das kannst du vielleicht nicht verstehen, aber ich bin noch nicht so weit. Und warum hast du mich dann geküsst? Da hatte ich nicht darüber nachgedacht. Wir gehören zusammen. Ich weiß es ganz genau. Wovor hast du Angst? Du es nicht einfach akzeptieren? Nein. Eigentlich wollte ich dir das nicht so deutlich sagen, aber jetzt geht's nicht anders. Der Kuss war ein Fehler. Ich bin nicht verliebt, Manuel. Hallo Mama. Na, wie geht's dir denn? Super. Ich krieg bestimmt eine 1 in der Physikarbeit. Gratuliere. Da wird sich dein Vater aber freuen. Ist er schon bei dir? Vater kommt mich besuchen? Ja, er musste heute in Erfurt an einer Richterfortbildung teilnehmen. Das wusste ich gar nicht. Es sollte eine Überraschung sein. Sag ihm nicht, dass ich sie dir verraten habe, ja? Tschüss. Ist okay, Mama. Ciao. Du Dreckskerl! Bist du auf Drogen? Footmac! Du warst am Computer meines Onkels und hast dir die Physikarbeit besorgt. Kriegst du noch ganz richtig? Klappe, Berger hat's rausgekriegt und jetzt denkt er, ich war's. Und? Warst du's? Deswegen warst du gestern so scheiße freundlich zu mir. Und ich, blöde Kuh, lass sie auch noch rein! Lass meinen Sohn in Ruhe. Schon gut, Vater. Wie viel, dass du Land gewinnst. Du prügelst dich, Fabian? Ich kann nichts dafür. Die war sauer, weil sie bei der Physikarbeit nicht von mir abschreiben durfte. Zustände sind das. Weiß Frau Dr. Steiner schon davon? Das klären wir gleich. Hallo, Mädels. Oh nee, merkt ihr nicht, wie lächerlich der sich macht? Ach, der doch nicht. Der ist dagegen immun. Ist ja peinlich. Wie viele Runden sollen das denn noch werden? Na, das volle Programm. Bis das Benzin alles, schätze ich. Dass der sich überhaupt noch traut, vor dir rumzuposen, ist echt geschmacklos. Tja, oder ist eben der geborene Schauspieler? Nee, der geborene Angeber. Habt ihr Leila irgendwo gesehen? Nö. Hey, geiler Sound. Kann ich mal mitfahren? Ladies first. Wie wär's, Marie-Louise? Lust auf eine kleine Spritztour? Ja, total gerne. Aber ich will ja dein kleines Spielzeug nicht kaputt machen.
Quatsch, meine super Maschine ist in eine Tonne gebaut? Hätte ich nicht gedacht. Sieht eher so aus, als ob dein Geschoss zusammenbricht, wenn ich mich draufsetze. Komm doch mal runter von dem Trip. Ich finde dich total cool. Lass uns in die Stadt düsen, auf einen Drink. Ich lade dich ein. Falls du es noch nicht geschnallt hast. Ich bin nicht käuflich. Ciao. Geil, das hat gesessen. Wow, scharfes Teil. Drehen wir eine Runde? Klar, Pippi, hier. Coco? Alles im grünen Bereich bei dir? Das ist jetzt genau das Richtige für mich. Viel Spaß dann, Coco. Gib Gas! Ich erwarte, dass diese Schülerin sofort einen Verweis erhält. Am besten, sie verlässt gleich die Schule. Wir wollen erst mal hören, was Pauline dazu sagt. Wieso? Ich habe doch mit meinen eigenen Augen gesehen, wie diese Asoziale meinen Sohn angegriffen hat. Warum hat sie das getan, Fabian? Ich weiß es nicht. Hör auf, sie zu decken. Sie wollte bei dieser Physikarbeit betrügen. Ach ja? Interessant. Wie darf ich das verstehen? Nun, wir sind in der Tat gerade dabei, einen Betrugsversuch bei der Physikarbeit aufzuklären. Kommen Sie zum Punkt, ich habe nicht ewig Zeit. Es ist denkbar, dass die Arbeit samt Lösungen in die Hände einiger Schüler geraten ist, da ich sie von Herrn Pasulke ausdrucken lassen muss. Na also, ich erwarte, dass diese Paulina sofort von der Schule entfernt wird. Langsam. Paulina hat damit gar nichts zu tun. Es ist überhaupt nur einem Schüler wirklich nachzuweisen, dass er betrogen hat. Weil es ja dumm war, einen Fehler, der mir im Lösungsteil unterlaufen ist, einfach abzuschreiben. Ja, dann war es doch bestimmt diese übereifrige Bosnierin, von der du mir neulich erzählt hast. Wie heißt sie noch? Milena. Nein. Es war Fabian. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal, wenn Einstein hatte nur eine 4 in